hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Jawohl, noch 5 Millionen Jahren geht's auch hier mal wieder weiter. Ja, Gründe und Sachen. Und wir sind jetzt in New York. Das hat man leider nicht gesehen in einer wunderschönen Cutscene, weil ich das Spiel 80 Mal neu starten musste, weil irgendwas rübergeglitscht hat. Und scheinbar sollen wir zumindest Ausrufezeichen gehen. Fahndung, Pferd besteigen, um fortzufahren. Ich werde es besteigen, sobald ich wieder herausgefunden habe, wie man dieses Spiel eigentlich spielt. Vielleicht hast du was nicht, oder? Ah, ich hab's vergessen. Oder soll ich mein eigenes Pferd besteigen? Nee, ich muss ja schon mal das besteigen. Wie ging das nochmal? Ich habe es komplett vergessen. Oder er lässt mich aber nicht rauf. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es fängt gut an. Ich habe direkt Lust. Ich meine, schnell gehen und Shift, ne? Also nachher da kann man Shift nicht randrücken, habe ich gehört. Ich sollte tatsächlich auf mein Pferd aufsteigen. Stabilität. Ups. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Das klingt gut. Dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassiner. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. No. Es ist schwer, zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Sehen wir das? Ja, das freut mich. Ja, ist natürlich nicht einfach. Entweder bist du ein Soldat oder bist ein Vater. Beides wird schwierig, aber du bist auf jeden Fall, wirst wahrscheinlich ein guter Vater. Sehe ich. Oh Gott, so viele NPCs auf einmal auf, nicht crash das Spiel nicht. Ha! Ah! Willst du mir nicht irgendwas sagen? Sonst ist die Reise halt für mich still. Ja. Gucken wir einfach in die Masse und gucken, was glitscht. Das macht was sowieso kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Im Knast. Ha! Huch, da gucken wir einmal nicht hin. Na, gut. Reitest du voll in den Trommelgarde rein? Schade. Hätte ich ja gefeiert. Ja, Assassin's Creed wieder am Start. Hoffentlich etwas regelmäßiger. But you never know, wenn die Depressions are kicking in. Und du weißt doch nie, wann die fucking NPCs reinspawnen. Ja, das ist schön. Ist das lustig anzusehen. Oh, jetzt sind sie despawned. Naja. Nach 300 Stunden Starfield komme ich gerade momentan nicht mehr so viel schocken, aber ich finde es lustig. Oh, es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Echt? Zweifellos stammt es von Thomas. Was für eine Unterstellung. Was soll das? Das ist kein Geld, nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Wache. Ich meine, ja, es sah aus wie Papier. Ist so. Den Fälscher verfolgen. Oh Mann, das wird ja... Ich frage mich, ob er sich gleich umdrehen wird. Da blinkt irgendwas. Oh Gott, ich habe ihn nicht angeguckt für eine Sekunde. Was ist denn hier? Irgendwas macht hier heilige Geräusche. Oh. Na los, dreh dich um und seh mich. Nicht? Schade. Oh. Oh, oh, warum? Ich habe mich fast verloren. Ja, da dreht er sich doch spontan um und denkt sich so, hey, heute habe ich einen Nervenzusammenbruch. Verrückt? Sicher. Hast du es bald mal? Oh, Junge, er hat halt echt den Spider-Sensor. Naja, dann warten wir eine halbe Stunde, bis er sich beruhigt hat. Was gibt's denn jetzt schon? Black Oyster. Aha, aha. Na, willst du dich nochmal umdrehen? Nicht. Also wenn er sich nicht mindestens noch 10 Mal umgedreht hätte, also... Blumps, erstmal aus dem Maul fliegen. Tja, wird er jetzt wohl durch halb New York wandern, bis er an seinem Ziel ankommt, oder nicht? Man weiß es nicht. Sich wohl jemand nicht richtig oh, da ist Krieg. Ja, geil, töte ihn. Aber das sind Notenruhe. Boah, der schlägt ja richtig zu, Alter.
Ja. Das ist nicht mal glaubwürdiger Kampf. Was war das für ein... Was war das für ein Kampf? Naja. Hallo Schweinchen, kann ich dich streicheln? Ja. Ich fütter dich auf das als deine Besitzer. Jetzt wird die Musik aber dramatisch. Jetzt wird gleich irgendwas Spannendes passieren. Jetzt taucht ein Stargate auf und der verschwindet einfach. Er wird von Außerirdischen entführt. Irgendein krasser Plot-Twist. Nein, er dreht sich um. Bam! Ja, ne? Und sonst so? Ja, wir laufen weiter. Ich sollte wahrscheinlich eine Midoriya-Verstärkung holen, damit das hier nicht ganz so spannend bleibt. Im Übrigen, aus irgendwelchen Gründen scheine ich, quote unquote, Videos von anderen YouTubern zu claimen. Oh, das war eine Waffe. Halt dein Maul. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass es einer von denen spaßig ist. Warum Belauschen unterbrochen? Ich höre euch doch noch. Sei mal leise, ich muss weiterlaufen. Achso, die sterben ja nicht mehr so einfach. Oh, ich wurde entdeckt, aber erst nachdem ich getroffen wurde. Ja, ist gut, ich verstecke mich ja auch auf dem fucking Dach. Was ich sagen wollte, scheinbar scheine ich Videos zu claimen von anderen YouTubern, die dieses Spiel ausspielen. Ich wüsste gerne, was es damit auf sich hat, weil... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie man sowas könnte. Und wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Mach das. Wow, jetzt muss ich ihn bestimmt noch weiter verfolgen. Aha. Naja, wie dem auch sei. Ja, irgendwie claime ich wohl irgendwie Videos, sonst was. Sonst verliere ich mein Ziel, sagst du. Oh, die Zeit, Junge. Oh, Gott, zwar gerade noch so geschafft. Ja. Ich claim wohl Videos von anderen englischsprachigen Let's Playern, die auch zufälligerweise Assassin's Creed über Assassin's Creed 3 und über Revelation Let's Playen und sowas. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wie ich so einen Claim machen sollte, deswegen wasche ich meine Hände dort in Unschuld. Oh Gott, ich habe sogar mal den YouTube-Supporter mir angeschrieben, aber noch keine Antwort hatten, logischerweise. Und die werden mir wahrscheinlich auch keine wirklich sinnvolle Antwort geben, sondern... Oh, okay. Sollen wahrscheinlich höchstens von wegen, so kannst du einen Claim einreichen, bla bla bla. Naja, die kommen jetzt natürlich zu mir. Mal sehen, ob das so eine kluge Idee war, wahrscheinlich nicht. Oh. Mensch, ich wäre auch gleich wieder da gewesen. Da fehlt eine bessere Mission. Das ist traurig zu sagen. Ach, von hier kann ich ihn überfallen. Ja, okay. Macht Spaß, habe ich gehört. Ja. Also, komische Content-ID-Claims oder whatever, die ich mir nicht erklären kann. I don't fucking know. Ja, das ist spannend. Ich bin der Wache geschickt entkommen, indem ich einfach aufs Dach gegangen bin. Der da hinten beschwert sich zwar, aber soll er doch. Oh Gott, der beschwert sich immer noch. So, jetzt beschwert er sich nicht mehr. Ja. Spannend, cool. Alles Begriffe, die mir für dieses Spiel gerade nicht einfallen. Würden, aber ja.
Ui. Wo wird der wohl hingehen? Ich frage mich. Muss er vielleicht mal auf den Top? Oder sonst was? Ja, springen, hui. Oh nein, ich habe ihn fast aus den Augen verloren. Eine mobile Belauschung? Wer bin ich denn, die Stasi? Warte mal, so schnell zu laufen, Alter. Guck mal, ich belausche euch, während ich den anderen belausche. Er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auf Augen und halte Abstand. Kaum zu fassen, dass wir das Bett nicht durchziehen. Diese Helden, die sich all das verringern, die werden uns bestimmt die Könige behandeln. Eine Wache Unruhestifter macht die Pferde scheu. AIDS-Kinder! So, vor, das ist, oh Gott, ich habe mich auch zu sehr auf die Kinder. Ah, ich habe mich auf die Kinder konzentriert, weil ich mich gerade darüber gefreut habe, wie ich sie abschlachten konnte. Aber nein. Ach, mein Gott, diese Missionen sind einfach spaßig. Ich wünsche, dass jeder, der diese Mission designt hat, irgendwie einen ekelhaften Kindergarten-Tod stirbt. Kein Mensch wollte jetzt darauf klettern, aber danke dafür. Ah, spannend. Los, fangt an mit euren Selbstgesprächen. Ja, oder einfach nicht, ist ja auch egal. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Echt? Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Nein. Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auf und halte Abstand. Natürlich. Kaum zu fassen, dass wir das Bett nicht durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Wir werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Na, wie Knechte, die ihr seid. Oh, da kommen die Störgeräusche. Dann gehen wir aus dem Weg, du AIDS-Kind. Ich hasse Kinder. Ich bin da voll bei Lindemann. Hast du irgendwie eine Orgasmusstörung oder sowas? Oder behaltet ihr euch einfach wie afrikanische Ureinwohner? Oh, Junge. Ja, man muss es nicht mehr belauschen, weil es ja fehlgeschlagen ist. Tja, was sind denn das für eine Mistgeborene? Das sind doch keine Kinder. Das sind Krebsgeschwüre. Das sind laufende Grafikfehler. Hey, wir haben die Beschattung. Hui, Mann, das war aber... Hui, Mama mia. Keiner zu Hause. Call of Duty Dorbowitsch. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Oh nein, die Mischung kämpft nicht mehr selber. Ja, abgeschlätzt die Schlampe. Geil. Ich hab die Flashbangs vermisst. Noch einer! Pack die! Er ist da drüben! Oh, ich bin da drüben, pass auf. Niemanden rammen oder schubsen. Oh, das werde ich schaffen. Ja. Oh, Hartz IV. Nein, ich habe jemanden geschubst. Oh, jetzt komme ich in die Videospielhölle. Ach, nichts. Muss ich ihn umbringen oder so? Okay. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Misch dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt, war doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Oh nein. Ist
hat er mir in die Fresse geschlagen oder was? Das war der Synchronsprecher von Fear the Walking Dead, dieser schwarze Yachtbesitzer. Wie hieß der denn nochmal? Hab den Namen vergessen. Oh nein, sitzen wir im Kerker. Womit hat er uns geschlagen, Alter? Du hast mich vermisst, Süßer. Ha. Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Oh nein. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Ist das verstanden? Klingt falsch. Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Oh, oh. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Warum nicht direkt hier von mir? Würde doch Sinn machen. Warum hat man dem seine Klamotten nicht abgenommen? Ist das eine Matratze oder ist das ein Stein? Ja. Knastleben. Das Gespräch der Gefangenen belauschen. Ja, natürlich. Er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja. Und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Machte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auf für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl. Und den übernächsten. Halt bloß deinen Maul, sonst stopfe ich's dir. Reg dich ab. War nur ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Ja, du hast halt keinen Humor, ne? Es ist wahr, was du sagst. Aber es ist doch nett von ihm extra einen extra beigebracht, lesen beigebracht. Was soll ich denn damit interagieren? Ich sagte, lass es sein! Was denn nicht? Komm daher. Sei endlich ruhig! Komm daher, trau dich zu. Mach weiter so und ich lass dich ins Loch werfen! Ja, ich will ins Loch, tu es. Ruhe da drin! Komm doch her, wenn es doch nicht passt. Ich sagte, lass es sein! Ja, er kommt wohl nicht angeschissen. Na gut, ja, dann genießen wir unser Knasti-Dasein und machen erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder von diesem wunderschönen Spiel. Bis dahin, tschüss.